Liebe Trader, im heutigen Video möchte ich euch die drei essentiellen Scan-Kriterien für die täglichen Routine-Scans vorstellen und zeigen, wie man diese sinnvoll miteinander verknüpfen kann. Als Trader gilt ja stets das Motto Be Prepared und dafür müssen wir unsere täglichen Hausaufgaben machen. Das heißt, verschiedene Routine-Scans durchführen, dass wir vor allem in diesen Bullenmarktphasen immer eine Watchlist mit interessanten Aktien zur Hand haben und entsprechend auf Marktimpulse reagieren können. Und folgende Kriterien erachte ich als die sinnvollsten Scan-Kriterien, mit denen man die verschiedensten bullischen Chart-Konstellationen abdecken kann. Wir gehen in der Deutschland TF Prime Liste wie immer rechts ins Eck über das Pluszeichen. Hier können wir ja fundamentale Kriterien hinzufügen, entsprechend auch technische Kriterien und die wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste, finden wir hier Abstand vom Hoch und hier haben wir zum einen den Abstand zum Jahreshoch. Ganz trivial, aber von extremer Bedeutsamkeit, eine Aktie, die sich vervielfacht, muss immer wieder über den Ticker neues Jahreshoch. Wenn ich mich für ein Kriterium entscheiden müsste, dann würde meine Entscheidung auf das Kriterium Abstand zum Jahreshoch fallen. Des Weiteren bin ich ein ganz großer Fan von Trendstärke und Momentum Trading, deshalb hier unter den Indikatoren. TS steht für Trendstärke und ergänzt wird das Ganze unter Qualität mit dem Trendstabilitätskriterium, wo wir die Tagesvolatilität zugrunde legen und das sind die drei essentiellen Scan-Kriterien. Jetzt schauen wir uns mal für jedes Kriterium ein Beispiel an, bevor wir eine sinnvolle Verknüpfung dieser herstellen. Abstand vom Jahreshoch. Aktuell machen ja Bankaktien zum Beispiel einen guten Eindruck. Ende vergangener Woche hatten wir bedeutsame Chart-Breakouts in den verschiedensten Aktien und hier haben wir eine Arealbank. Hoppla, hier. Arealbank. Wir gehen die Parameter durch. Es fehlen noch knapp 2,5% bis zu einem neuen Jahreshoch. Der Trendstärkewert liegt erst bei 0,8. Wir sprechen von einer hohen Trendstärke, alles über 2 und ich würde allem größer 1 bzw. 1,5 eine entsprechende Bedeutsamkeit schenken. Und hier Trendstabilität, dieser Wert sollte schon über 10 notieren, damit wir auch hier von einer entsprechend hohen Trendstabilität sprechen können. Das heißt, mit dem Ansatz Trendstärke und mit dem Ansatz Trendstabilität wäre diese Aktie wahrscheinlich durch mein Ranking durchgefallen. Aber interessanterweise, es fehlen nur noch 2,5% bis zu einem neuen Jahreshoch. Wir schauen uns die charttechnische Situation an und in der Tat, Arealbank macht einen sehr guten Eindruck, vor allem was das Big Picture Szenario hier angeht. Und markant war ja vor allem hier dieser Breakout aus dieser etablierten Sideways-Range, das Ganze unter erhöhten Handelsumsätzen und damit auch von einer gewissen Nachhaltigkeit geprägt. Und dann hat die Aktie hier quasi die Trendfortsetzung eingeleitet. Und wenn wir jetzt mal in das Big Picture schwenken, dann sieht es hier sehr, sehr bullisch aus. Das heißt, die Aktie bringt sich in Stellung für den sogenannten Big Picture Breakout. Und um genau solche markanten Breakouts im großen Bild sofort auf dem Schirm zu haben, müssen wir immer den Ticker Neues Jahreshoch prüfen. Auch wenn die Aktien eben im Vorfeld noch kein starkes Momentum entwickelt haben, spätestens mit dem Break auf Neues Jahreshoch kann hier ganz, ganz schnell neue Dynamik reinkommen. Insbesondere dann, wenn der komplette Sektor entsprechende Stärketendenzen zeigt. Jetzt sortieren wir mal nach der höchsten Trendstärke. Diese Liste wird jetzt von der Aktie PVA Tepla angeführt mit einem eindrucksvollen Trendstärkewert von 6,4. Wir betrachten den Chart und das sieht jetzt auch schon wieder sehr, sehr bullisch aus. Gerade bei Aktien, die von einer hohen Trendstärke geprägt sind, funktionieren ja Fortsetzungsformationen sehr, sehr gut, gerade insbesondere Breakouts über die sogenannte Trend Continuation Line und dieser, ein solcher könnte jetzt unmittelbar bevorstehen. Wir sehen, zum Jahreshoch fehlen noch 7,5%, aber die Aktie befindet sich eben auch jetzt schon in einer sehr bullischen Ausgangslage, wo wir zeitnah den Einstieg als Trader suchen könnten. Deshalb auch immer die Aktien prüfen mit einem hohen Trendstärkewert, denn hier eben ist auch das charttechnische Momentum auf der Seite des Traders und in einem bullischen Marktumfeld funktionieren hier eben Fortsetzungsformationen sehr, sehr gut, sodass diese unter erhöhter Dynamik vollzogen werden und auch Anschlusskäufe entsprechend wahrscheinlich sind.
Und jetzt sortieren wir mal noch nach der höchsten Trendstabilität. Hier könnten wir uns jetzt mal eine Fraport-Aktie anschauen. Es fehlen bis zum Jahreshoch nur noch knapp 1,2%. Trendstärke erst bei 0,6. Trendstabilität aber sehr überzeugend mit knapp 15. Und bei Fraport hatten wir ja Ende vergangener Woche hier auch eine eindrucksvolle Stärketendenz ohne Nachrichten. Und damit hat die Aktie ja auch quasi zur übergeordneten Trendfortsetzung angesetzt. Die Konsolidierung folgt weiterhin bullisch, sodass die Aktie erneut mit einem Range Breakout bzw. spätestens mit dem Ausbruch auf neues Jahreshoch für eine weitere Rallye-Bewegung interessant wird. Heute hat die Aktie auch entsprechend starke Verkehrszahlen für den Monat November vorgelegt. Und bei Fraport, das ist jetzt wieder ein gutes Beispiel, hier konnten wir eben mit entsprechend einer hohen Trendstabilität argumentieren, sodass wir relativ früh auf diesen Breakout aufmerksam wurden. Gerade im Big Picture sieht man, Fraport zeigt gerne dieses Trading-Verhalten, dass sie sich langsam aber stetig immer weiter nach oben schraubt. Dann hat die Aktie über mehrere Wochen eine neue Basis ausgebildet. Trendstabilität ist in dieser Phase weiterhin hoch geblieben, weil wir hier einen größeren Betrachtungszeitraum zugrunde legen, wie beispielsweise bei der Trendstärke. Und dann hat der Titel zum Breakout angesetzt und es macht wirklich dann auch Sinn, wenn diese Titel auch in schwachen Marktphasen wirklich eine hohe Stabilität, eine hohe Kursstabilität, im Idealfall eine hohe relative Stärke an den Tag legen, dass wir diese aktiv auf der Watchlist führen, auch entsprechende Alerts uns ins System packen, zum Beispiel gerade diese Trendlinie, und wenn dann Stärke reinkommt, können wir sofort reagieren und wir könnten jetzt zum Beispiel auch diese drei Kriterien entsprechend kombinieren zu einem mächtigen Powerscan. Das möchte ich jetzt noch kurz zeigen. Hierfür gehen wir auf die Parametrisierung. Wir könnten jetzt sagen, der Abstand vom Jahreshoch darf maximal 5% betragen. Bezüglich Trendstärke interessieren mich nur noch Aktien mit einem Wert von mindestens 1,5 und Trendstabilität, hier sollte mindestens ein Wert von 10 angenommen werden. Wir könnten die Kriterien jetzt auch noch ein bisschen verschärfen. Ich möchte damit in erster Linie nur zeigen, wenn wir eine Verknüpfung von verschiedenen Kriterien machen möchten mit einer sogenannten Oder-Bedingung, dann müssen wir die Kriterien entsprechend immer eine Filterebene tiefer platzieren. Das heißt, mein Scan sieht jetzt folgendermaßen aus. Die Aktie darf entweder maximal 5% unter dem Jahreshoch notieren oder sie muss mindestens einen Trendstärkewert von 1,5 haben oder sie muss mindestens einen Trendstabilitätswert größer 10 haben. Es reicht aber, wenn eines dieser Kriterien erfüllt ist, damit die Aktie jetzt hier noch in der Liste auftaucht. Und so kann ich mir einen mächtigen Powerscan erstellen mit den entsprechenden Parametern, diesen abspeichern, auf verschiedene Märkte anwenden und kann so auch meine täglichen Routine-Scans nochmal deutlich optimieren. Jetzt gehe ich auf Konfiguration, Konfiguration speichern als, ich kann das Ganze nennen, Powerscan. Ich habe das Ganze schon mal angelegt, aber wir können es nochmal eingeben. Powerscan minus D 52 WH Abstand vom Jahreshoch plus TS plus Trend Stabilität. Abspeichern und dann könnte ich mit dieser Konfiguration jetzt zum Beispiel auch den US-Markt, die USA 2000 Liste auf neue Trading-Chancen prüfen. Ich könnte zum Beispiel auch die Range auf Basis der letzten zwei bzw. drei Tage als ergänzendes Kriterium hinzunehmen, Scan erneut abspeichern und dann letztendlich täglich die Märkte nach neuen Trading-Chancen screenen.